meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich sehe ein bisschen hippie-mäßig aus heute und genau nebendran habe ich auch noch meine Yogamatte. Das passt heute perfekt alles zusammen. Im Übrigen habe ich aktuell einen Herpes. Es ist schon fast abgeheilt, aber ja, man sieht es noch. Ja, ich habe mein Septum wieder draußen und habe einen Ring drinne. Den Hufeisen habe ich hier und gibt es noch irgendwelche Veränderungen an mir? Meine Haare sind wieder etwas heller geworden und ja, mein Tunnel sieht man ein bisschen mehr. Da habe ich einen durchsichtigen Tunnel drinne. Ja, das erstmal zum Einstieg. Ich habe mir heute fest vorgenommen, nicht wieder mich andauernd zu entschuldigen, weil ich das in meinen sämtlichen Videos mache. Ich entschuldige mich immer, dass ich so wenig Videos hochlade, und das werde ich heute nicht machen, aber ich werde ein bisschen erzählen. Also, ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe jetzt so oft in der letzten Zeit versucht, ein Video zu drehen oder einen Vlog zu drehen, und das hat einfach nicht funktioniert. Und am Dienstag habe ich aber eine ganz große Veränderung vor mit den Haaren. Und ja, ich wollte nicht nur Haarveränderungsvideos hochladen, weil ich habe das Gefühl, das habe ich in der letzten Zeit nur noch gemacht. Anfang Januar wurde ich ein Gingerhead, da habe ich rote Haare bekommen. Dann habe ich ein, zwei Videos hochgeladen. Ich glaube, es waren aber auch nur ein, zwei Videos. Und ja, jetzt im März wurden meine Haare braun. Und ja, seitdem habe ich auch kein Video mehr hochgeladen. Ich entschuldige mich jetzt nicht dafür. es ist halt einfach so, ich bin jetzt nicht mehr in einer Ausbildung, ich arbeite jetzt. Und ja, man verändert sich auch so vom Verhalten halt. Und es gibt halt auch einfach so Phasen, wo ich ganz offen und ehrlich gestehen muss, da weiß ich nicht, was ich für Videos hochladen soll. Ich hatte immer meine Haar-Challenge-Updates. Das war immer in Ordnung. Das hatte ich einmal im Monat gehabt. Und dann konnte ich auch mal so ein bisschen darüber reden, über die Haare, bla bla bla. Die Challenge mache ich nicht mehr. Ja, ich könnte über Produkte reden. Ich könnte euch Monatsfavoriten hochhalten. Das habe ich irgendwie schon seit gefühlten Jahrzehnten nicht mehr gemacht. Aber es gibt einfach so Phasen in meinem Leben, da fühle ich mich lächerlich, wenn ich jetzt einfach Produkte hochhalte. Und ja, so eine Phase habe ich derzeit. Und deswegen mache ich gerade nicht so viel Beauty-Videos auf meinem Beauty-Vlog-Kanal. Ich weiß nicht, was das für ein Kanal ist. Das ist halt einfach ein Kanal von mir. Und dementsprechend fehlen mir die Themen. Ja, es ist aktuell sehr viel bei mir am Tun. Also ich könnte über sehr viel reden, aber und auch ein Video drehen, aber irgendwie traue ich mich da nicht so wirklich dran, denn das, was mich wirklich beschäftigt, das ja, traue ich mich nicht dran, darüber ein Video hochzuladen, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Vielleicht mache ich das noch, aber dafür brauche ich erst noch ein bisschen Vorbereitungsphase, ich weiß es nicht. Zum Beispiel aktuell beschäftigt mich total das Thema Feminismus und ja, andere Themen, wie gesagt, ich möchte da drüber noch nicht reden. Vielleicht, wenn ich das dann mal schaffe, dann kann ich da drüber reden. Und ich habe das Gefühl, ich schweife total ab. Ich mache einen Vlog heute. Wir haben heute Samstag. Viele haben derzeit einen Brückentag. Und ja, ich fahre gleich zur Arbeit. Ich werde vorher aber noch mal tanken fahren. Dann werde ich mit dem Hund rausgehen, dann werde ich nochmal was essen und dann fahre ich zur Arbeit. Dann komme ich von der Arbeit nach Hause, dann werde ich mir eine Folge auf Netflix angucken. Ich bin derzeit ein richtiger Netflix-Junkie, oder ich werde in meinem Harry Potter Buch weiterlesen. Da lese ich gerade den Gefangenen von Azkaban und ja, eins von den Sachen werde ich machen. Das ist halt das Problem, ich würde gerne mehr vloggen, aber die Themen sind sehr einfältig. Ja, ich stehe auf, ich esse was, ich gehe zur Arbeit, ich gehe nach Hause und ich gehe schlafen. True life, Leute, das ist das Leben einer arbeitenden Person. Ich führe kein Studentenleben, wo, keine Ahnung, irgendwas macht oder, naja, egal. Ich habe jetzt lang genug drum herum geredet, wir haben jetzt schon 5 Minuten. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg
Und ich melde mich von irgendwo aus wieder, wenn ich irgendwas euch erzählen möchte. Ist das nicht ein schönes Wetter? Hui! Ja, es ist so wunderschön warm geworden wieder. Und ja, jetzt ist genau das perfekte Wetter. Es ist noch nicht zu warm und es ist aber noch nicht zu kalt. Ich war gerade tanken. Also tanken. Ich habe eben gerade nur ein bisschen was reingemacht, weil zwischen den Brückentagen ist es einfach so wahnsinnig, ich mach mal das Radio leiser, wie teuer es alles wird. Deswegen habe ich gerade mal für 10 Euro getankt, dass ich gerade mal zur Arbeit komme und ja, die nächsten Tage und dann fertig. Und ich würde sagen, wir sehen später wieder. Hi meine Lieben, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe daheim was gegessen und meine Frisur sieht total schick aus, aber es ist so bullenwarm, dass ich meine Haare halt komplett zurückmachen musste, was ich auch sonst mal auf der Arbeit mache. Okay, auf jeden Fall, ich war daheim, ich habe noch mal was gegessen, ich war mit dem Hund draußen und ich habe gerade einen USB-Stick von einem alten Kollegen abgeholt, denn ich bin ein totaler Pretty Liars Fan. Kennt ihr Pretty Liars, die Serie? Wenn ja, schreibt mir das mal unten drunter. Ich liebe diese Serie. Ich bin jetzt bei der 5. Staffel gewesen und Netflix macht nur die ersten 5 Staffeln. Die 6. ist da noch nicht draußen und es gibt ja 7 Staffeln, die jetzt schon zu holen sind, sage ich jetzt mal. Und er hat mir jetzt die 2 Staffeln auf den USB-Stick gezogen und ich bin total glücklich. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, kann ich erstmal weitersuchen. Wer mich auf Netflix verfolgt, hat schon mitbekommen, dass ich ein totaler Netflix-Fan bin und ja, momentan bin ich halt ein totaler Pretty Liars Fan. Kennt ihr das, wenn ihr eine Serie habt, wo ihr einfach weiter gucken müsst, weil es so spannend ist und irgendwie nichts mehr anderes macht? Das ist gerade so. Es ist so warm. Ich bin froh, dass mein Hauptweg über die Autobahn ist, denn dann kann ich immer das Fenster unten lassen. Gerade habe ich es oben, damit ihr mich hören könnt. Ansonsten habe ich es immer unten, da kommt ein bisschen frische Luft rein. Ja, also, zum Thema Haare. Da wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Es kommt eine große Veränderung. Es kommt wirklich eine sehr große Veränderung, denn es wird, ich sag's mal so, es kommt ein sehr gutes Stück ab. Und ich weiß, dass jetzt einige wahrscheinlich schon laut aufschreien, nein, Verena, jetzt hast du so eine schöne Länge, die gehen mir schon fast über die Brust und sie sind wirklich verdammt lang. Das Problem ist, ich habe sehr dicke Haare. Ich habe wirklich sehr dicke Haare. Und, naja, was soll ich sagen, sie sind einfach schwer. Ich kann auch sie nicht locken, ich kann gar nichts machen, sie hängen einfach nur schwer runter. Und deswegen kommen sie ab. Und ja, es ist auch so, dass im Juni mein Bruder heiratet und ich freue mich schon so darüber. Und ja, man möchte natürlich ein paar Locken haben und ein bisschen schick machen und ich kann einfach nichts mit meinen Haaren machen. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ein gutes Stück abkommt. Ja, wie gesagt, da wird auf jeden Fall noch ein Video dazu folgen. Ich wollte nur schon mal euch ankündigen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Da werden wahrscheinlich einige laut aufschreien, warum ich das denn jetzt mache, nachdem ich ja auch die Haar-Challenge gemacht habe. Und das war alles eine sehr schöne Erfahrung. Nur wie gesagt, das Problem ist, sie sind einfach zu schwer. Vielleicht gibt es ja auch 1, 2 Mädels, die das kennen, die halt wirklich auch sehr dickes Haar haben. Und es ist einfach so unangenehm, wenn sie so schwer sind. Im Übrigen seht ihr das, wie hell es ist. Okay, gut, jetzt fahre ich in den Tunnel. Es ist sehr dunkel. Also meine Haare sind wirklich sehr hell geworden. Das Dunkelbraun ist definitiv weg. Ich bin jetzt normalbraun von der Farbe her. Wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Das kann ich schon mal sagen. Ja, hier seht ihr das. Also meine Haare sind goldbraun gerade. Und ja, aber ich freue mich schon total. Ich bin schon total nervös wegen dem Friseurtermin und ich merke gerade, das Akku geht gerade leer. Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns nach der Arbeit, werde ich nochmal 1, 2 Wörter sagen und das war es dann auch. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nach der Arbeit nochmal. So, hi meine Lieben. Ja, da kommt mein Hund gerade angerannt. Ja, hi meine Lieben. Also, ich bin wieder daheim und ich bin mega kaputt. Meine Haare sind auch total zerstört. ja, also ich habe jetzt gearbeitet. Ich bin jetzt daheim. Wir haben jetzt kurz vor... Ja, okay. Es ist 8:30. Und ja, 8 Stunden Arbeit hinter mir bei dem Wetter. Wenigstens war nicht so viel los. Die meisten sind wahrscheinlich jetzt im Schwimmbad gewesen, an einem See, wo ich auch lieber gewesen wäre. Oder sie schauen gerade das Eintracht-Spiel an. Das kann natürlich auch sein.
Also, ich werde jetzt nur noch den Vlog beenden. Es war jetzt, bevor das Akku leer ist, und es geht mich gleich aus. Ich hoffe, es war mal interessant für euch. Ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe euch eigentlich nur ein bisschen was erzählt. Ich hoffe, es war trotzdem mal interessant, dass ich mich wenigstens mal zwischendurch gemeldet habe. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann bei meinem nächsten Video dabei, wenn meine Haare abkommen, beziehungsweise wenn ich mir meine neue Frisur machen lasse. Und ich bin schon mega auf eure Meinung gespannt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.